Was wir hier sehen, ist ein Objekt aus dem medienarchäologischen Fundus, das uns netterweise bereitgestellt wurde von Henry Westphal und der Tigris Elektronik GmbH. Was man hier sieht, ist ein elektronischer Speicher, und zwar ein Flipflop aus zwei Elektronenröhren. Diese gesamte Schaltung hat eigentlich zwei Bereiche, und zwar dieser obere Bereich hier dient eigentlich nur der Spannungsversorgung, und das eigentliche Flipflop ist dann hier im unteren Bereich, also hier. Und die zentralen Bauelemente sind die zwei Elektronenröhren. Und mit dieser Schaltung kann man ein Bit speichern. Wenn wir diese Schaltung jetzt mal einschalten. Genau, hat man hier sogar die Anzeige, dass dieses Bit gespeichert ist. Durch dieses Flipflop kann man rücksetzen und dann setzen, und dann hält es diesen Zustand. Also dieses eine Bit ist gespeichert. Diese zwei Lampen dienen auch zur Anzeige. Und das Besondere an der Schaltung ist, dass sie nicht nur aus diesen Elektronenröhren besteht, sondern auch aus Kondensatoren und Transistoren. Und diese äußere Beschaltung dient nicht allein nur der Funktion des Flipflops, sondern dient auch dazu, dass immer der gleiche Zustand im Einschaltmoment erzeugt wird. Also wenn ich habe es jetzt hier nochmal ausgesteckt und nochmal einstecke, ist immer dieses Bit als erstes aktiv. Das wird hier durch diese Schaltungsteile außerhalb der Röhren nochmal realisiert. Flipflop rückgesetzt und gesetzt.